Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zum Monatsorakel der Liebe. Jetzt im April für alle Schützegeborenen. Ja, dieses Orakel ist geeignet, wenn du im Sternzeichen Schütze geboren bist oder wenn sich dein Aszendent im Schützen befindet. Und wir schauen jetzt hier in die kosmischen Energien hinein für den April. Die verwendeten Karten findest du übrigens in der Videobeschreibung, ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. So, jetzt haben wir hier die kosmischen Einflüsse und schauen hinein. Also, bei euch geht es diesen Monat ganz viel um auch Werte schaffen. Wir haben das Thema Werte schaffen bei mehreren Sternzeichen jetzt schon drin gehabt, als ein Aspekt. Bei euch geht es aber auch darum, jetzt den Moment auszunutzen und in irgendeiner Form aktiv zu werden in der Liebe. Sei es in der Partnerschaft, dass es irgendwas zu klären, zu regeln oder zu managen gibt, wo ihr die Führung vielleicht ein Stück weit übernehmen müsst, weil ihr die Klarheit habt, die logische Überschaubarkeit und vielleicht der Partner das nicht so alleine hinbekommt. Oder auch, wenn du Single bist und sagst, ich möchte gern wieder in eine Beziehung kommen, dann liegt das Momentum der Aktivität bei dir, nicht beim Gegenüber. Wenn du in so einer On-Off-Geschichte oder irgendwas drin bist, kann es wichtig sein, dass du in gewissen Zeiten jetzt die Initiative ergreifst, um eine Klärung oder sonst was auf den Weg zu bringen. Das Gegenüber scheint hier inaktiver zu sein. Also du schaust jetzt sein Sternzeichen oder ihres und siehst, da ist auch Aktivität drin, dann kann sich das ergänzen. Aber hier sind die Schützen in Aktion gefragt, also gefragt diesen Monat. Weil ihr auch die geistige Vision habt, wo es hingeht. Es ist trotzdem auch innerlich, also trotz dieser Aktivität, gibt es Rückzugsphasen in diesem Monat, wo ihr in eine Rückschau geht, in eine innere Regenerationsphase, wo ihr innerlich wie so erneuert werdet. Also es ist auch ein transformativer Monat. Aber nicht nur. Also es sind beide Aspekte wichtig. Transformation, Rückzug sowie aber auch Initiation, also etwas auf den Weg bringen. Wir schauen mal hinein, wie deine Monatsqualität ist von dir aus und dann auch von deinem Gegenüber. Wenn es kein Gegenüber gibt, dann steht das für die Personenqualität, die du momentan anziehst. Ja, also wir haben sehr oft diesen Monat, es scheint ein gefühlvoller Monat zu sein, die Liebesenergie mit drin, auch die Seelenpartnerkarte mit den Kelchen eben, sei es männlich oder weiblich. Und hier ist auch mit König die aktive Seite, diese Aktivität, dass du initiierst Dinge, auf den Weg bringst, auch wieder mit gemeint, aber mit Gefühl, also jetzt nicht mit Gewalt oder mit Überforderung, sondern mit sehr viel Gefühl und Herzlichkeit. Entschuldigt. Und weil eben diese Liebesenergie stark ist diesen Monat. Also es kann auch sein, dass du selbst auf Seelenebene, da haben wir ja die Veränderung drin, für dich jetzt einfach weißt oder erfährst, wo es lang geht oder was zu tun ist. Du ziehst momentan Menschen in dein Leben oder aktivierst bei deinem Partner oder Partnerin momentan auch wieder die Leidenschaft. Also du bringst aber auch in deinen Partner, Partnerin, ja, Inspiration hinein. Also es scheint mir so, dass du momentan Menschen anziehst, die es brauchen, dass du einen Zündfunken in ihnen aktivierst. Du bist sehr aktivierend diesen Monat. Das kann aber dazu führen, du spürst, dass dein Gegenüber durch deine Aktivierung weiterkommt und sich auch verändert
und du selber das Gefühl hast, obwohl du in dem Transformationsprozess bist, dass du denkst, du stehst auf der Stelle und trittst auf der Stelle und kommst nicht weiter. Aber das ist ein Trugschluss. Also bitte nicht denken, oh, jetzt mache ich was und die anderen kommen alle weiter und was ist mit mir? Nein, du bist eben selber mittendrin in diesem Veränderungsprozess und manchmal spüren wir oder sehen wir das selber gar nicht so. Ja? Also nicht verzagen, die Karten fragen, nein. Okay, ich mische mal hier noch das Lenormand. Wir legen ein Neunerbild aus und schauen uns das, hupsa, zusätzlich hier noch an. So, okay. Ja, also hier stirbt etwas, was schon lange tot ist im gewissen Sinne. Also es gibt ein Thema, einen Bereich, irgendetwas, was eigentlich schon lange begraben ist, wo du jetzt aber spürst, das kommt noch mal auf. Das ist ein alter Schatten, der dich immer wieder einholt, der sich jetzt auflösen kann vom Schatten zum Licht. Pluto ist ja auch ein kleiner Sauigel, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Mit der Regeneration Neugeburt. Darum sagte ich vorhin, dass du vielleicht das Gefühl hast, du trittst auf der Stelle. Da kommt ein Thema wieder aus der Vergangenheit, wo du denkst, ah, ich habe das doch schon längst durch und jetzt ist das wieder da. Und nein, es ist nicht, dass du auf der Stelle trittst. Du gehst durch dieses Thema durch, um dich hinterher befreit zu fühlen. Du bleibst nicht stecken. Das ist ein Trugschluss. Das ist dann wie so ein innerer Dämon, der dir sagt, das ist schlecht, schlecht, schlecht und du fühlst dich hinterher schlecht. Und du darfst dir aber sagen, nein, es ist gut, ich gehe da durch. Es kann auch sein, dass dich eine Person, sei es dein Gegenüber oder Freunde oder Freundin, dabei unterstützt, jemand, mit dem du reden kannst darüber. Also hier haben wir auch den Baum drin, das ist die Regeneration. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, das Klee hier, so sieht man es, glaube ich, besser. Das Klee drin, es bringt dir Glück, es bringt dir deinen Optimismus zurück. Die Schützen sind ja super optimistische Menschen in der Regel. Und du kriegst da so eine neue Glückssträhne zurück. Also dein kleiner Jupiter ist bei dir. Verzage nicht. Es kommen gute Gespräche zustande. Vor allen Dingen, wenn es irgendwo einen Gesprächsstopp oder etwas gab, wo Gespräche nicht mehr möglich waren. Kann sein, dass jetzt eine Klärung, eine Lösung reinkommt oder auch eine Beendigung von etwas, wo du einfach weißt, endlich ist die Kacke durch, sage ich jetzt mal so ganz banal gesprochen. Und ich kann weitergehen. Du sitzt am Ende wieder fest im Sattel und gehst fröhlich deiner Wege. Sei es mit dem Partner, ohne den Partner, in eine andere Zukunft hinein. Und ich mag die Karte noch dazulegen, die käme als nächstes, das ist die Liebe. Also, dass du einfach nach deinem Herzen handelst. Und das ist gut so. Ja, eine interessante Deutung hier auch für die Schützen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Monat. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.